Hi, hier ist der Frank vom footblockhamburg.de. Es ist Advent und was macht man anderes als in der Adventszeit? Man backt. Wir backen Gewürzschnitten bzw. einen Gewürzkuchen. Der wird aber mehr auf so einem Blech gemacht und hinterher in Quadrate geschnitten. Deshalb sage ich eher Gewürzschnitten. Dafür gebrauchen wir 250 Milliliter Wasser, die tue ich ja schon mal in einen Topf. Die müssen wir erhitzen. So, da rein muss dann gleich Zucker, Kakao, Rosinen und Haselnusskerne geschrotet. Zeige ich euch aber gleich. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Description Box in der Einkaufsliste. Da habe ich auch schon das ganze Rezept runtergeschrieben. Könnt ihr euch ausdrucken, danach könnt ihr auch wunderbar backen. Wenn es Wasser heiß ist, geht es gleich weiter. Mein Wasser kocht, 2 Teelöffel Kaffeepulver habe ich da schon reingetan. 6 müssen es werden. Also noch 2. So, wunderbar. Das müssen wir jetzt verrühren. Dann kommt da gleich ganz viel Zucker drauf und Kakao. Das lösen wir auch auf. Jetzt tue ich da noch geschrotete Haselnusskerne rein. Und meine Sultaninen kommen da jetzt auch noch hinein. Das Ganze muss jetzt so 15 Minuten vor sich hin köcheln. So, den Puderzucker schön durchsieben, damit er nicht klumpig ist. Ich mache das jetzt mal eben schnell. So, jetzt hat mein Gemisch hier gerade eine Viertelstunde vor sich hingekocht. Ich mache mein Herd jetzt aus und dann tue ich das zum Abkühlen auf dem Balkon. So, die KitchenAid wäre jetzt schon mal dabei, so ein bisschen die Butter schaumig zu schlagen. Ich kann da jetzt langsam meinen gesiebten Puderzucker zutun und das muss jetzt beides erstmal verquirlt werden. Ein Päckchen Vanillezucker tun wir jetzt dazu. Drei Eier kommen da jetzt rein. Wir brauchen jetzt ein paar Gewürze noch. Ich bin gerade dabei und stößel mir hier meine Nelke. Dann brauchen wir noch Kardamom und Zimt. Das Zimt bekomme ich, oder auch den größten Teil meiner Gewürze, die ich verwende, die bekommen wir von gewürzmaster.de. Und den Zimt, den ich verwende, das ist kein Ceylon-Zimt, wie er meistens verwendet wird, sondern ich benutze den selteneren Sumatra-Zimt. Da ist ein höherer Kumarinanteil. Dadurch ist der Geschmack von dem Zimt erheblich kräftiger und intensiver und auch viel besser. Also geht mal auf der Seite vorbei von gewürzmaster.de. Dort findet ihr diesen Zimt. So, Gewürze, Kardamom, Nelke und unser super schöner Sumatra-Zimt sind jetzt schon in meiner Masse drin und ich bin jetzt dabei, hier Löffel für Löffel das Mehl dazu zu tun. Das dauert jetzt einen kleinen Moment und dann bekommen wir halt eine schöne Masse hier. Ich tue jetzt hier gerade so mein Mehl rein. Das sind 300 Gramm Mehl, das ausgesiebt und dazu habe ich einen Teelöffel Backin getan. Das tue ich ja jetzt so langsam nach und nach dazu.
Ich habe jetzt meine Masse, die wir uns vorhin gekocht haben, war jetzt auf dem Balkon draußen. Die ist jetzt mittlerweile eiskalt, weil wir haben gerade draußen 4 Grad. Die tue ich jetzt schön mit hier zu. Ich mache das nur jetzt nicht, weil sonst geht hier gleich wieder der Lärm von der KitchenAid los. Ihr könnt ja jetzt sehen, wie ich das jetzt mache. So, jetzt ist unser Teig soweit zusammengeführt. Ich habe mir eine Form ausgesucht. Die muss eigentlich 15x40 so in etwa sein. Das ist sie jetzt nicht wirklich. Die ist ein Hauch größer von der Fläche her. Aber ich glaube, das kommt ganz gut hin. Die werde ich jetzt auslegen mit Backpapier und dann fülle ich da meinen Teig drauf. Der Backofen ist schon am Vorheizen. 175 bis 200 Grad Umluft und da muss er dann ungefähr für 30 Minuten rein. Müssen wir gleich mal gucken. So, dann fülle ich jetzt meinen Teig hier hinein. So, unser Teig von unserem Kuchen ist jetzt hier in der Form und dann kann er jetzt in den Ofen. So, dann kommt er jetzt für 30 bis 40 Minuten hier in den Backofen. So, es ist eine halbe Stunde um. Aha. Das sieht doch geil aus. Bin begeistert. So, das muss jetzt einen kleinen Moment abkühlen und dann nehmen wir den da raus und schneiden den kleinen und dann kommt der schön Puderzucker drüber. Dann wollen wir den jetzt mal anschneiden hier. Ist noch leicht warm. Ich schneide den jetzt so in so 5 cm breite Streifen. So, jetzt schneiden wir den hier einmal runter. Boah, das sieht schon geil aus. Mm. So, ihr Lieben, jetzt habe ich ihn soweit aufgeschnitten, kann man ja hier auch sehen. Und jetzt werde ich den noch schön Puderzucker drüber machen. Es schneit. Ach nee, besser nicht. In Hamburg ist Schnee immer nicht so toll. Wir machen da jetzt mal schön gleichmäßig überall Puderzucker drüber. Lecker. Ich liebe dieses Zeug. Also ich kenne den aus meiner Jugend. Meine Mutter hat den auch immer gebacken. Ich kann es gar nicht lassen und ich freue mich sehr darüber, dass wir den jetzt auch haben. Der muss jetzt so 1-2 Tage, muss der gleich in so einer Box liegen. Und da muss der noch so ein bisschen ziehen, damit er richtig gut wird. Aber ich freue mich jetzt schon drauf. So, machen wir hier noch mal ein bisschen ordentlich was rüber an Zucker. Endlich mit Weihnachtsgebäck, ne? Endlich Weihnachtsgebäck, ja. Und wenn ihr das so guckt, da kann man das gar nicht sehen, aber hier wie füllig das ist. Mmh, geil. Mmh. So. Und? Mmh. Geil. Was? Ja. So, der Puderzucker ist schon mal drüber. Wir konnten natürlich nicht an uns lassen. Wir haben natürlich hier vorne an der Ecke schon was weggeknabbert. Jetzt tue ich gleich den ganzen Gewürzkuchen in meine Dose. Die habe ich ja hier schon. Und dann muss er halt ein bisschen stehen bleiben. Ho, ho, ho! So, jetzt sind unsere Gewürzschnitten fertig. Schaut mal hier. Und die riechen, das ist der Hammer. Absolut geil. Sehen so richtig lecker aus. Eigentlich ein super einfaches Rezept. Ist super einfach zu machen. Dauert auch gar nicht so mega lange. Aber schmeckt super gut. Also ihr Lieben, unten findet ihr wie immer in der Description Box die Einkaufsliste und das Rezept, wie man es machen muss. Ist wirklich schnell gemacht. Bringt eigentlich auch ganz viel Spaß. Und die hinterher zu essen, bringt noch viel, viel mehr Spaß. Sollte euch dieses Rezept gefallen haben, gebt uns einen Daumen. Seid ihr noch nicht Abonnenten von uns,
wäre das ganz toll, wenn ihr das machen würdet und uns abonnieren. Wir würden uns irre darüber freuen. Habt ihr irgendwelche Anregungen oder irgendwelche Wünsche, dass wir mal irgendwas kochen sollen oder irgendwas backen sollen, dann schreibt es auch unten einfach rein. Wir werden das dann einfach versuchen umzusetzen. Und ja, dann war's das. Dann sagen tschüss. Und Frank von foodbookhamburg.de.